Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wow! Dieses, das, was wir im ersten, also was ihr im ersten... Pure Freuden an die Stimme. Im ersten Erdgeschoss. Dann wird klar, was die, wie die Kommentare aussehen werden. Im ersten Erdgeschoss. Ich glaube, das ist, naja, aus dem Eichenholz. Nee, das ist normales Oakwood. Das ist Sprucewood, was hier im ersten gebaut ist. Aber was ist das? Also aus welchem Baum? Das ist Spruce-Wood. Fischenholz. Das Spruce. Das Spruce-Baum. Fischen hatten wir hier links. Irgendwo. Leute, ich muss gar nichts mehr essen. Also wenn die noch da sind. Ich erinnere mal noch gekillt. Dann geh ich gleich lange ein bisschen keine mehr angepflanzt. Fuck. Ja, da hinten sind noch wow. Diese Fischenwald. Na Mann, du stirbst. Auch nicht das Schlauste, nachts loszurennen, um dich zu... Lass mich mal gerade 2 Minuten hier an die Tür. Weiß warum. Das ist aber eine schöne Musik. Die kann ein bisschen dauern, ich baue unterwegs noch ein bisschen Kohle ab, wenn ich was finde. Ja, ist okay. Ich baue hier gerade im Gang Kohle ab. Ah, ich höre hier ein paar Heuschrecken. Oh man, das gibt's doch nicht. Ich habe erst einmal Diamanten gefunden, der Scheiß. Echt? Ich finde innerhalb von 10 Minuten finde ich 20 Dias. Aber bin ich schon auf der Tiefe Zeugen von 6. Ja, du bist leider viel zu tief. So, die sind weiter oben. 11 oder 10. 10 ist am besten. Also ich suche immer auf 10. Okay. Bei 11 ist ja genau, eigentlich genau. Bei 6, da bist du schon auf Bedrock. Ja, was? Nee, eins drunter. Du bist auch viel zu tief, ey. Eins drunter ist der Bedrock. Bedrock. Bedrock, Bedrock. Bedrock, Bedrock. Wenn's Tag wird, geh ich schwarm. What you gonna do? What you gonna do? Ah, da kommt's. Skorpione. Man müsste mal nachgucken, ob die Skorpione sich zähmen lassen. Ich hab den auch nicht gesehen, ich kenn nur das Lied. Da kommen da Mini-Skorpione raus. Mhm. Alter, kannst du mir immer aufhören zu nerven, scheiß Skelett? Es müsste so ein ja, Patch Lava geben, wie man also das Skelett ausschalten kann. Hast du auch einen schwangeren Skorpion getötet? Ja, hat 2 Stück. Also 4. Wie unterscheiden die sich dadurch, dass sie... Hat End doch gerade geschildert, dass da noch einer rauskam. Das war eklig. Aber das wurde mir, das so wurde den, mir nämlich letztens war mir egal. Kann man eigentlich was mit diesen Schleimbällen machen? Da jemanden bewerfen? Du kannst mit den Sticky Pisten Kolben machen. Ja, Sticky Pisten. Achso, ich merke gerade, dass ich doch nicht so viel Zeit habe. Ich muss am Morgen wieder 6:30 arbeiten. Ne Scheiße. Na gut, die Stunde muss ich jetzt noch durchziehen. Na, vielleicht auch nur eine halbe. Wir sehen. Da habe ich nicht dran gedacht. Aber ist ja eh der letzte Tag. Morgen ist Dönerstag, ne? Ja. Danach Freitag ist Karfreitag, ne? Geber. Und danach Jonah macht Jonah. Danach ist, glaube ich, eine Woche Urlaub. Also Studiumurlaub, wie auch immer man das nennen will. Osterferien. Semesterferien. Semesterferien. Naja, es sind ja keine Semesterferien. Bei mir schon. Wie läuft denn bei dir ein Semester? Ja, das war irgendwie Anfang März zu Ende und das nächste fängt erst Anfang April wieder an. Bei Wochen ist, läuft das jetzt, also diese Woche noch mit und dann eine Woche Osterferien. Weil dumm eigentlich. Du Newt. Der Andi ist echt verdammt weit. Dürft ihr nicht eigentlich näher an euch dran sein? Nee. Jetzt oder? Bin ich bei 10 und finde trotzdem nichts. Nee, ist glaube ich der am weitesten entfernte von uns. Bei Strippen. Dann lieber am weitesten weg. Was ja aber nicht seine Schuld war. Wir sind alle weggelaufen. Oh, dieser Kackbug.
Ich geh da drauf mal nicht ein. Ach, du hast immer noch diese. Das war noch nicht mal böse gemeint, aber das ist ja dein Aussage. Spray-Zeug. Ja. Immer noch. Ihr habt nicht rausgefunden, wie das weggeht. Das ist blöd. Oh, ich hab hier noch überall Kohle. Aber das ist. Wenn wir die nächste Season machen, die wird auf 1,8 oder 1,9 sein. Ja, wenn dann auf 1,9. Dann wird die, glaube ich, naja. Oder vielleicht irgendwann dann 1,10. Ja, glaube ich auch. Die sowieso nicht mehr dieses Jahr. Oder nächstes vielleicht. Ganz vielleicht. Nächstes Jahr könnte es. Obwohl, ich weiß ja nicht, wie viele Folgen wir so weit im Voraus haben, dass. Ich glaube, wir sind schon jetzt im nächsten Jahr. Hallo und herzlich willkommen 2007. Das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich auch nicht, aber wäre witzig. Aber ich habe ja, für mich habe ich einen Schluss gefasst, wenn ich meine Rüstung und Basti und Andi dann natürlich auch, wenn wir unsere Dias-Rüstung alle auf 4 haben und unsere Schwerter auf 5, gehen wir ins End und dann werden wir die Season beenden, indem wir den Enderdrachen töten. Kommt dann, nicht, dann kommt auch sogar die Credits, oder? Aber euch. Uns nicht. Also das die nicht also dann ist zumindest. Dann gehe ich aber auch mit. Dann gehen aber alle mit. Auch wenn sie nicht ausgerüstet sind. Gut, ich würde auch mitgehen, aber. Also Anni, damit du Bescheid weißt, was unser Plan ist. Ja, natürlich ich, erstmal die meisten Wanderer müssen wir natürlich erstmal überleben. Aber das kriegen wir schon hin. So. Immer den Punkt. Habe ich genug Materialien und baue dann mein Haus im End. Ja, voll weit. Ich das glaub, das wird nicht funktionieren. Scheiße. Das ist mir zu blöd. Ali, kannst du mir gerade mal deine Koordinaten sagen? Minus 160, 642, 53. Okay, ich sehe den Punkt. Ich habe dich als grün markiert und zwischen dem ganzen Gras ist das nicht immer so ersichtlich. Ach so. Guckst du eigentlich noch House of Cards weiter? Momentan nicht. Ich habe einfach zu viele andere Serien, die ich. Bist du noch bei Staffel 3? Ja, Anfang Staffel 3 bin ich noch. Ach so, okay. Bei der Erde. Ah, okay, gut. Dann. Ich bin gerade, glaube Ende Staffel 2 wird der zum Dings, ne? Oder ist das Anfang Staffel 3, wo der zum. Dings? Nee, Ende, meinst du, wo er mit dem Ring auf den Tisch haut? Nee, wo er zum Präsidenten wird. Ja, das war Ende Staffel 2. Ja, ich wollte eigentlich sagen, weil ich dachte, du bist Ende Staffel 3. Weil ich habe jetzt den Anfang Staffel 4 geguckt und Staffel 4 ist mega geil bisher. Und Staffel 3 war ja durchwachsen, sag ich mal. Also nicht so geil wie jetzt Staffel 2. Und Staffel 4 ist jetzt, da ist, passiert geiler Shit. Ja, ich. Also von einer Folge zur nächsten Folge. Narcos? Oder wie keine Ahnung. Nee, ich guck im Moment gar nichts, außer wenn eine neue House of Cards Folge draußen ist. Ich hab so viel eigentlich, was ich gucke. Arrow ist wieder angefangen, was ich auch gucke. Flash ist angefangen, was ich gucke, aber was nicht so die geilste Serie ist, aber. Weil eigentlich gucke ich ja nicht so viel. Eigentlich gucke ich gar keine Serien. Bis auf viele Serien, ne? 3. Beziehungsweise Breaking Bad muss ich ja immer noch fertig gucken. Ah, lohnt sich. Steven Amell ist ein bisschen schade. Was ist schade? Dass der. Ach nee, ich möchte gar nicht mit dem Thema anfangen. Ja, komm, dass der es nicht zu WrestleMania geschafft hat. Der hatte ja schon beim SummerSlam-Match gegen. Wer denn? Steven Amell, der Schauspieler von Arrow. So, der sollte Wrestler werden? Der war als Stargast bei WrestleMania. Aber der sieht, war nicht aus, der sieht aber nicht aus wie ein Wrestler, oder? Doch. Der ist schon ordentlich durchtrainiert. Echt? Okay. Durchtrainiert ja, aber der. Also, ein halt Arrow sieht der nicht aus wie ein Wrestler. Das sind die Wrestler heutzutage auch nicht mehr. Nicht da alle. Haben die bei Galileo was anderes gesagt. Aber es gibt auch ein paar, die sehen auf jeden Fall noch. Die haben da, so einen Typen interviewt und da haben da so Sachen herausgestellt. Also ich das denke ich mir nicht aus. Striker, dass nicht alle sind. Dieser Sami Zayn. Der ist auf jeden Fall nicht mit Stilmani. Ja, aber die meisten sehen auch so aus wie er. Aber es gibt einige. Ja, es gibt immer noch ein paar Big Guys, aber die. Ja, gut, die Älteren sind auch schon von früher und damals war es ja so. Ja, aber damals war es auch nicht verboten. Also Triple H ist ziemlich sicher nicht. Nach diesem riesigen Skandal, den hatten, der eigentlich fast den kompletten Sport oder nicht Sport, fast die komplette Haltung, komplett den Boden geranzt hätte, ist das nicht mehr so. Ja, aber da sind ja auch total viele verreckt. Ja, die verrecken jetzt alle nach und nach, das stimmt. Ja, das haben die auch in dem Galileo. Die haben eigentlich mehr Anti-Wrestling gemacht als Pro-Wrestling in dem Beitrag.
Da haben die schon ganz viele Leute aufgelistet, die jetzt irgendwie ganz jung gestorben sind. Ja, ja, das sind die von damals alle, die damals Steroide genommen haben. Und generell Aufputschmittel. Außer so ein anderer alter Typ, der war irgendwie The Living Legend, keine Ahnung. Der hat dann aufgedeckt, wie das da damals so war. Oder auch, keine Ahnung. Ja, damals war das alles ziemlich kacke. Gesundheitlich. Die verrecken jetzt alle nach und nach. Naja, aber Galileo hat gesagt, dass es immer noch nicht gesund ist. Oh nee, ich bin glaube ich, in deiner Das ist immer noch ein scheiße gefährlicher Sport und verdammt anstrengend, weil du quasi jeden Tag eine Show wirken musst. Und der, wie gesagt, das scheiße anstrengend ist und trotzdem noch jeden Tag trainieren. Ah nee, ich bin da. Aber das ist... Wo bist du denn? Hat nichts mit irgendwelchen Mitteln zu tun, sondern einfach mit dem... generell. Naja, Galileo hat so geschildert... Ah, hallo End. Guck mal, da unten. Soll ich die alle töten? Nein! Also ich hab den auch gesehen, mir ist das nicht so krass aufgefallen, dass das irgendwie anti war. Aber... Das ist... Ja komm, Alter. Nee, noch paar dürfen hier wachsen. Ja, aber hier sind wir. Ja, okay, aber ich töte mal ein paar. Da, du tötest welche! Jetzt ist das ganze Projekt am Arsch. Oh Gott! Bin. Wollte sich trotzdem seine neue Existenz aufbauen. Ja gut, dann töten wir alle, komm. Da haben wir genug Fleisch bis in die nächsten Jahrhunderte. Alter, bei dir das. Alter, wie viele das sind, Andi. Ja, viele. Bleib in einer Ecke stehen am besten, ich glaube, das... Jetzt kennen wir uns noch. Ist das Schwert gerade draufgegangen? Ja. Ich schlag mit Hühnchen. Ich hab immer mehr... Ach doch, ich hab noch mein Dia-Schwert, aber das will ich dafür nicht opfern. Oh, Moment, ich muss mal Hühnchen ablegen. Ich kann keins mehr aufsammeln. Ich muss erstmal alles in meinen Rucksack packen, ey. Und die ganzen Federn auch. Hast du irgendwie ein Schwert oder sowas für mich? Ja, das was ich hab, sonst ich hab nicht viel. Ah, ich hau mit der Pickaxe drauf. Alter, so viele wie das sind, ey, dass mir ein Schwert hier kaputt geht, ey. Okay, und guck mal in den Ecken, da buggen noch so ganze Heerscharen. Ja. Aber da kommt man nicht dran, wenn das die kleinen sind. Oh, die kann man zu lecker Chicken Wings machen. Macht man jetzt den scheiß Boil. Alter Andi, man muss aber schon sagen, dass das schon hart an der Grenze ist, ne? Was denkst du, was ich hier eigentlich versucht habe zu machen, bevor ich gehe? Bis du es beendet hast. I'm sorry, aber... Ja. Aha. Hey, wie heißt denn das Ding? Server zum Absturz bringen. Ja, eventuell. Ey, da ist noch ein Stück. Warte, ich hab hier noch ein paar Eier. Ist das Rucksack, Backpack, also Backpack, so eine Trotzreaktion hattest du vor, oder was? Andere Argument hat er ja Trotzreaktion? Das ist, eine gleichberechtigte Antwort. Von einem kleinen Kind. Nee. Hast du kein Eisen Geh da nicht mehr drauf ein. Ja, das hat doch Rico alles für seine Schienen verbaut. Moment, ich guck mal nach. Sind es auf einmal seine Schienen? Wir werden ja zwei Eisen reichen und ja, das lasse ich Rico. Er ist Schienenmeister gewesen. Die Schienen sind quasi ihm. Ich habe echt kein Eisen mehr. Sag mal, was ich hier schon mitnehmen kann, dann nehme ich schon mal alles mit so. Naja, eigentlich alles. Eigentlich alles, okay, dann muss aber ich, eigentlich hab ich auch. Aber eigentlich habe ich auch nichts von Wert, außer die Booster Rails und ein Eimer. Ah, okay, du hast hier noch Fleisch liegen. Das... Naja, Fleisch. Und 3 Glowstone. Und Brot. Hier ist alles an Wert, selbst Pfeile und alles. Alles. Ich würde da was noch mal meinst du, was das für ein harter Fight wird, Andi, gegen die? Wollt kämpfen, ne? Wollt ihr aber gar nicht kämpfen. Kriegen. Die weißen Wanderer kommen. Wir wollen nicht, wir müssen. Schon noch ein Unterschied, Kollegin. Okay, ich komm. Das sagt Andi schon eine ganz schöne Weile, du. Ich mein, zu den anderen. Kannst du die unfair. Mal wegbauen hier oder hast du keine mehr? Den anderen witzig. Ey, wir haben niemals gesagt, dass Rico und denn? Die weißen Wanderer sind. Ich glaube, da vertust du dich gerade. Was willst du wegbauen? So geht ein Rucksack. Scheiß Obsidian. Yeah. Ich würde jetzt anfangen, hier die zumindest schon mal diesen Kack. Ach, Andi, ich plünder hier einfach so, wo ich gerade denke, was das ist. Nicht den Kack, aber den Farbunterschied ist, ne? Hier. Weil ja. Hey, Rico, du wolltest doch damit Redstone. Aber du brauchst doch Kohle, oder? Ja, Kohle. Wir haben Leder dafür. Dann mach. Ist weg. Jo. Du was?
Wollte das mir vielleicht noch einen zweiten Ruck. Wenn ich das nächste Mal komme, ich zwar noch auch genug, zwei, drei Rucksäcke mit. Ja, ich hab leider einfach kein Leder. Ich hab auch kein Leder.